Also am besten gleich gesund ernähren. Und das wird einem in Konstanz am Bodensee besonders leicht gemacht. Auf vielen öffentlichen Grünflächen innerhalb der Stadt wird nämlich jetzt Essbares angebaut. Vor allem Gemüse und Obst. Und das Beste, jeder, der dort vorbeikommt, der darf sich kostenlos bedienen. Neben Rosen- und Buchsbaumhecken Gemüsebeete. Rund 20 engagierte Gartenfreunde der Stadt Konstanz am Bodensee haben die Blumenfelder neben dem Stadtarchiv zu einem öffentlichen Gemüse- und Kräutergarten umgewandelt. Dietmar Messmer ist einer der Gründer der Bürgerinitiative Essbare Stadt. Zusammen mit den anderen setzt er sich für den Gemüseanbau auf öffentlichen Plätzen ein. Also ich sehe es eher als Schaugarten und auch zur Freude eben der ganzen Menschen, die hier vorbeikommen, zu sehen, was denn alles bei uns sehr gut gedeiht. Und eben auch exotische Pflanzen, dass man mal sieht, wie sieht denn eine Sojabohne aus. Anfangs gab es zwar auch Kritik, weil die Rosenbeete entfernt wurden, doch mittlerweile wird der Gemüsegarten gut angenommen, so Messmers Eindruck. Also im Sommer sind in der Regel gut 50 bis 100 Menschen tagsüber stehen geblieben, auch vorbeigekommen, also wenn wir mal länger da waren. Was in diesem Gemüsegarten gedeiht, ist für alle da. An den öffentlichen Beeten darf sich jeder bedienen. Sabrina Bosch ist heute das erste Mal im Gemeinschaftsgarten. Sie findet es gut, dass sie mitten in der Stadt Gemüse ernten darf. Und es wird auch immer mehr kommen, dass man auf Dachterrassen oben selbst anbaut, sich selbst versorgt, auch wenn man ja auch mehr dahin geht. Ich will wissen, wo das herkommt, wo kommt mein Essen her. Ist ja auch der Trend dazu. Wenn ich selber anbaue, dann weiß ich, wo es herkommt. Neben Gemüsefeldern und Hochbeeten sind die Kompostkisten ein wichtiger Bestandteil des Gemeinschaftsgartens. Dafür ist Markus Weber zuständig. So wie den anderen geht es auch ihm bei dem Projekt Essbare Stadt nicht nur um den Gemüseanbau, sondern um viel mehr. Die Artenvielfalt ist ganz wichtig, gerade auch, weil es den Bienen schlecht geht und den Schmetterlingen. Es geht darum, das auch in die Stadt reinzuholen, um zu zeigen, Leute, nehmt wieder den Gartenbau selbst in die Hand. Weil die Agrarindustrie beliefert uns mit Nahrungsmitteln, die nicht gut sind, die Menschen nicht gut tun und der Natur auch nicht. Die Idee für den öffentlichen Garten hatten Privatleute. Unterstützt wurden sie vom Bund für Umwelt- und Naturschutz. Auch die Stadt hat die Initiative befürwortet und die Fläche dafür zur Verfügung gestellt. Im Frühjahr war es dann soweit. Dietmar Messmer und seine Mitstreiter konnten loslegen. Mittlerweile ist der Garten ein echter Hingucker. Immer wieder kommen Passanten vorbei, fragen nach und informieren sich über das Projekt. Prima, das ist klasse. Ich finde es nett. Ich sehe das immer gerne an, wie das wächst alles. Und es ist ja auch schön und grün. Also finde ich jetzt eine Alternative zu Blumenbeeten. Dietmar Messmer und die anderen Hobbygärtner wollen die Gemüsebeete hinter dem Stadtarchiv ausdehnen und noch weitere Felder an anderen Stellen der Stadt anlegen. Mit dem Garten hat sich der 62-Jährige einen Traum erfüllt. Er schätzt daran vor allem den gemeinschaftlichen Aspekt. Wir sind sehr heterogen in der Gruppe. Ja? Es gibt die Leute, die Generation unter 30 und die Generation über 50. Ja? Dazwischen auch ein paar Leute. Und darum ist es auch natürlich interessant, als soziales Experiment zu sehen, wie geht man um mit unterschiedlichen Generationen. Die Initiative Essbare Stadt, ein Projekt, von dem alle etwas haben. Sowohl die Gartenfreunde als auch die Bürger der Stadt Konstanz. Schöne Idee.